damit, Elise? Wo lang? Ja, ein Moment, Elise. Ist das auch Opfer, den Mader? Du hast dich verlaufen. Ach, Mist. Jetzt aber. Nein, ich wollte ihn nur töten. Alles voll. Wo sollen wir lang? Hier entlang. Da. Und wir sind draußen. Och, Elise. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Okay. Wir müssen das zu zweit machen. Schalten wir sie aus, leise. Hast du eine junge Frau gesehen? Groß, rotes Haar? Ich fürchte, nein. Ach, Mist. Ich glaube, das waren alle. Soweit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Okay. Hast du eine junge Frau? Warte! Schützen! Ich sehe sie. Vielleicht hast du vom Dach aus bessere Sicht. Okay. So. Das war der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Ja, sehr schön. Sie können nicht weit sein. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Na los! Das war's für dich! Ich bring dich um! Verdammt, verlieb!
Wunderschön. Was gibt dir das Recht dazu? Ein Dach. Ich will nicht abhängen, sondern einfach nur entkommen. Nein! Ich wollte gerade sagen, kann der hier nicht einfach. Komm, wir entkommen einfach mal hier durch. Aus dem Weg, Platz da. So, schöner Apfelbaum. So, oh. Dann vielleicht hier durch. Okay. So. Dann, Entschuldigung, hier durch. Dann zur Mission wieder. Zu Elise, sozusagen, zum Kaffee. Alles zu. Hält, da war ein Krämerladen. Da laden wir schnell unsere Patronen auf. Hey du! Bonjour! So. Hab ihn! Ach. Ja, gut. So, dann immer weiter nach Elise. So, ja. Elise, unsere Templerin sozusagen, und wir der Assassin. Jetzt arbeiten wir tatsächlich zusammen. So. Müssen wir noch. Ah ja, stimmt ja. Müssen wir jetzt zum Café rennen? Tatsächlich, ja, okay. Das ist also unser Hauptquartier. Haben wir sie hingeschickt. Wir haben einen Templer zu unserem Hauptquartier geschickt. Wir haben ihn verraten. Oh. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja nur gesagt, dass wir uns da treffen wollen. Nicht, dass es mir gehört. So. So, dann sind wir ja schon da, Elise. So. Eine Tasse Tee, das ist schön. Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Dass wir im Recht sind. Was? Und wir alle erinnern uns an das letzte Mal. Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Hört die Geschichte einer Heldin. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Und von den Idealen des Patriotismus. Ich traue den Assassinen nicht. Sich als Mann verkleidet, um sich dem Bataillon von Isère anzuschließen. Sie diente 3 Jahre lang heldenhaft an der Front, bis eine Verletzung sie enttarnte. Doch selbst dann hätte sie weitergekämpft. Ich habe mich nicht verändert, Elise. Wir alle sollten uns diese. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Angebot könnte übertrieben sein, ja, das ist schön. Wir schicken einen Templer oder wir bringen einen Templer mit zu unserem Hohen Rat, der. Ja, das ist wie bei Star Wars, ja. Wir bringen einfach mal einen Sith Lord, ja. Ist das. Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich.
Sie sind etwas paranoid, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Sie weiß wo. Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Hallo? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen. Und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Mein Freund, wie geht es dir? Oh, er ist nicht so begeistert. Vielleicht hat ja auch ein Templer ihm diese dicke Narbe verpasst. Kann ja auch sein, dass er deswegen nicht so ganz auf den zu sprechen ist. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. Was? François Germain glaubte, dass Lafrenière... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine Baron. Was zum... Elise! Ach, Elise. Dann versuche ich, einen Taschendieb zu halten. Warte auf mich! Du bist gemein. Habe ich doch schon mal gesagt? Ja, die Morde klären wir auch mal irgendwann mal auf. Wo willst du denn hin? Sie will natürlich hinten töten. Was hast du denn vor? Ach, Elise, ich hab dich doch hier. Elise! Na gut, verfolgen wir sie einfach weiter. Warte doch! Aber so ist sie schneller. So ist sie wirklich fixer. Zu ihr nach Hause wollte sie. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Okay. Nein. Leer. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Okay.
liegt hier. Ist wohl niemand daheim. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle! Na, seht, wer da ist. Tötet sie! Ich trenne dir den verfluchten Kopf vom Leib. Träumen? Das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno, schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie... Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Okay. Bleib unten. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Das ist ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arno, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Wenn ihr geht, versucht ihr euch nicht zu beschützen, ne? Wir sitzen also da und wimmert. Ach nee. Das wirst du bereuen. Erreich dich. Da bist du ja. Du entkommst nicht, du Mann! So, Auftrag. Da hinten wieder. Gut, dann bewegen wir uns wieder mal. Ja, ich glaube, das nicht verdient zu leben. Heda! Verdammter Verräter! Ich mach dich nieder! Ah, das wollte ich schon nicht, aber ist egal. Und weiter geht's. So, mal gucken, ob wir jetzt einen Laden zwischendurch noch finden. Um sozusagen uns aufzufüllen. Ah, da ist doch der nächste Laden, das ist doch wunderschön. So, da rein. Oh.
Mais qui faut-il croire alors? Il y a du jour. La révolution. Si c'est un garçon.